Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben es endlich geschafft, in Phasmusa die Meadows anzuspielen. Und ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben uns durch die Korridore gewagt und auch in den Keller. Ich muss sagen, die Entwickler haben sich das Ziel gelegt, die Maps zukünftig mit mehr Horrorelementen zu versehen. Und das haben sie mit Sado Meadows auf jeden Fall geschafft. Die Map ist richtig, richtig eklig. Das werdet ihr auch gleich sehen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob wir das zu zweit nochmal spielen werden in dem Ausmaß, weil das wirklich, wirklich übel ist. Aber zu dritt wird das auf jeden Fall nochmal angezockt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und sagt direkt mal, let's go. Kommen Sie rein, Sie stehen wieder im Weg. Hallo. Hallo? Warum ist denn jetzt alles so viel in so vieler Ausfertigung drin? Hast du auch Sachen reingetan? Ja. Ach, du willst wieder in diese Nervenheilanstalt, Alter. Ja, und du müsstest mal kurz deinen Charakter nach vorne oder hinten biegen, damit ich was sehe. Mache ich das? Ist es jetzt gut? Nein, ich sehe deinen Kopf Hä? immer noch. Hä, warum muss ich denn hier komplett aus diesem Bildschirm raus? Das ist doch voll Abfuck hier. Keine Ahnung, einfach nach hinten beugen oder so, ja, Ja, genau. ich musste ja komplett rausgehen, Alter. Ich kann mich ja nicht beugen oder so. Das ist ja voll Abfuck. So, was machen wir denn jetzt mit dem Geist? Boah, ey, als ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht, ich kotze, ne? Ich so, ja, der Geist hat keine Geisterbox gestern so, ne? Die ganze Zeit. Und dann gucke ich mir das Video an, will das so schneiden. Redet der die ganze Zeit und ich denke mir so, Alter, warum ist mir das nicht aufgefallen? Das ist, Scheiße, ist das bitte? Oh Mann, ey. Was stellst du ein, Alter? Ich mache das ein bisschen spannender. Das heißt, reden Sie mit mir. Was tun Sie? Ich mache uns einen Alina? Ticken schneller und den Geist einen Ticken langsamer. Ja? Wir sind 125, der Geist ist 75. Ja. Kmh? Nein. Kammer! Wir sind 125 Kammer. So, dann haben wir Wir keine. laufen über die Autobahn. Ja, dann haben wir keine Schonfrist. Okay, also er fängt direkt an. Ja. Okay. Dann kriegen wir nur zwei Hinweise. Warum kriege ich denn keinen Multiplikator? Leck mir deine Tasche. Ja. Alter, das heißt so Albtraum-like. Okay. Ja. Wie viel Zeit vergeht, bis der Geist jagen kann? Ach, jetzt steigt der Multiplikator. Ja, sagen wir mal. Okay, ab da geht's runter. Sagen wir mal 2 Minuten. Wetter kann von mir aus. Stark, obwohl es gibt mir keinen Punkt. Ich würde Wetter einfach normal lassen, weil ich hasse es, wenn es regnet oder gewittert. Das ist immer voll Abfuck. Für meine Ohren. Naja, wenn Ja. es dir hier nichts ausmacht, ich bin hier gerade dein Büro am Aufräumen. Was? Ja, guck mal hier. Hast du mal was geguckt? Was denn? Wenn du so ein Ding hier nimmst? Wenn ihr reinguckst. War richtig schön da hinten in die Ecke reingucken. So schief reingucken. Siehst du das? Was da wackelt? Ja. Die da Was ist abwärts. das? Ja, was ist Das ist das? der Geist. Und warum wackelt der da so? Ja, muss kacken oder so. Muss kacken. Wir kriegen ein zufälliges Ding. Ich glaube, wir können das so lassen. Dann kriegen wir mal zwei, warum auch immer. Warum kriegen wir denn mal zwei? Ich habe die Sanity. Ganz ehrlich, Sanity braucht man eigentlich nicht. Ja, willst du mich verarschen? Ich mach einfach so, dass die Sanity-Pillen 50% geben. Und wir haben keine Sanity am Anfang. Das heißt, wir müssen Sanity-Pillen nehmen, wenn wir da reingehen. Ja, haben wir denn genug Sanity-Pillen überhaupt dabei, Alter? Das weiß ich nicht. Ja, also bevor wir das da machen, müssen wir auf jeden Fall Sanity-Pillen einpacken. Ich habe dein Büro aufgeräumt. Guck dir mal, wie schick das ist, ey. Ja, warte, sie. Und vor allen Dingen habe ich mir ja gestern das Video dann nochmal angeguckt. Und es war eigentlich total klar, dass es ein Poltergeist ist, weil ich habe ja extra noch gesehen, dass die Poltergeister ja extrem verbessert wurden. Aber ich hatte ja noch kein Spiel gespielt, wo ich das so extrem gesehen habe, wie der die Sachen rumschmeißt. Hey, was hast du denn hier aufgeräumt? Ja, guck mal, die ganzen Luftballons habe ich in die Ecke getan. Die liegen bei mir überall verstreut am Boden, das ist ja Ey, klar. bei mir sind die alle in einer Ecke, Alter. Nein, Alter.
Ja, doch klar, Alter. Die liegen bei mir überall im Raum verteilt. Ja, meine Nase ist erstmal die Kompliti wieder. Warum fliegt da hinten der Basketball rum? Warum? Feuer. Was? Ich bin kurz zum Niesen, Alter. Warst du bereit? Ja. Guten Tag. Hallo. Ich höre nichts mehr. Das ist schlecht. Ich weiß. Aber es ist da. Und du dann sagst, hunte der Geist? Ich höre das nicht. Alter! Was denn? Ich weiß nicht, was du hörst, weil ich werde es rausschneiden. Mal. Ja, ich habe so richtig so alles gehört, wie deine Innereien rausgeflogen sind. Ja, ich höre auf einmal auch nichts mehr. Das ist aufgepupst. Irgendwie, keine Ahnung. Hallo, warum spawnen sie direkt neben mir? Das ist ekelhaft. EMF, Bewegungssensor, Räucherstäbchen. Boah, ich will. Hallo, Ohr? Ohr. Okay. Ich bin einohrig. Oh Gott. So, Alter. Jetzt haben wir natürlich das mit dem Cursed Items nicht drauf. Obwohl, wenn er der Kreis ist, weiß ich nicht, ob das auch klappt, wenn nur der Kreis ist. Aber ich glaube, da müssten alle Cursed Items für da liegen. Ja, das kann sehr gut sein. Das wird auch sehr gut sein. Reinigen Sie Bereiche in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Okay, dann werden wir das tun. Sollten wir nicht Sanity-Pillen nehmen? Komm mal zurück, Alter! Oh. Was? Sag mal, hast du sie nicht, Perle? Das war sehr Spaß. Ja, hab ich doch nicht. Nehmen wir direkt beide? Weiß ja, ich nicht. Doch. Ja. So. Jetzt sind wir ein bisschen schneller. Jetzt ist eine Scheiße, wenn sie mehr bindet. Jetzt sind wir trotzdem schneller. Okay. Boah, hör auf mit dieser Scheiße, Alter. Warum das denn? Hör auf mit der. Oh, ich hab. Nee, ich dachte, das wäre Knochen. Das ist einfach ein scheiß Buch, Alter. Geht ja gut an bei dir. Ich weiß. Schon wieder niesen gleich. Warum haben wir nicht scheiße nachgeguckt, wo einfach die Dingens ist hier? Die Sicherung. Ich hab das eingestellt, dass sie eigentlich an ist. Okay. Wäre zumindest ganz gut. Dann würde das ja passen hier von den Temperaturen, weil hier ist arschwarm drin so. Keine Ahnung. Oh, der Nase, ey, das ist so übel. Weil wenn die an ist, dann würde das passen ja von den Temperaturen, die ich hier momentan messe, weil es immer so 18, 17, 20 Grad so. Ja. Okay, das muss ich mir merken. Was denn? Da ist ein Raum, wo man sich wunderbar verstecken kann. Hier gibt es ganz viele Räume, wo man sich wunderbar verstecken kann. Oh, wir haben die Spieluhr. Ich weiß. Ach, du hast die ausgewählt, oder wie? Nein. Aber wenn du sie benutzt, wenn ich hier rumlaufe und sowas machst wie Annalena mit dem Dio, dann töte ich dich. Nee, Alter, ganz bestimmt nicht. Ich habe nur ein Foto davon gemacht, deswegen meine ich ja, wir haben die Dings. Alles gut, alles gut. Ja, ja. Ja, ja. Wie gesagt, okay, der Geist gerade ist minimal langsamer und wir sind minimal schneller. Ja, ist okay. Oh, hier ist ein neuer Flur, Alter. Der macht mir Angst. Hier ist ja noch ein Flur, Alter. Wie viele Flure sind hier? Ja, ja, ich habe auch gerade gedacht, warum ist da so lange ein Korridor direkt danach? Macht mir ganz schön Angst, Alter. Hier sind einfach so, Wandschränke, die man einfach nicht aufmachen kann. Das ist schon shitty. Das ist wunderschön, Alter. Alter, wie viele Flure sind hier? Alter, ich habe keine Ahnung, welche Flur ich jetzt lang gehen soll. Ich habe echt Schiss, Alter. Ich bin jetzt gerade da, wo der Typ gestern war. Alter, was ist das denn? Ach, das ist der Ofenraum hier.
Aber ich dachte, ich hätte was gehört. Da dreht sich direkt mein Magen um, Alter. Boah, ich. Ey, Alter. Ja. Ich krieg hier echt Zustände. Ich höre gerade irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Sind das deine Schritte? Ich lauf gerade. Jetzt renne ich. Ah, du bist bei mir, ne? Siehst du mein Licht? Hallo. Ja, und ich höre etwas. Ich glaube, ich bin besser. Vielleicht sollte ich die Musik ausmachen. Ey, Alter, spiel doch nicht mit Musik. Ich glaube, es hackt. Wahrscheinlich am gestern. Ist das hier ein Innenhof oder was ist das hier? Ja. Also hier ist es arschkalt. Ach. Ach echt? Ja, kann der auch hier sein, in diesem Innenhof? Klar. Weil hier sind es halt so 4 Grad, 3 Grad. Wir können auch halt theoretisch die Musikbox benutzen, dann können wir es ja sehen. Nein, das tun wir nicht. Warum nicht? Weil ich Angst habe. Weil ich Angst habe. Kommen wir zurück. Ja, hinten ist nämlich noch ein Korridor, den müssen wir auch noch nachgucken. Ja, auf der anderen Seite ist auch ein Korridor, den man noch nachgucken müsste. Ich dachte gerade, was wird da draußen umgebracht, aber es ist einfach nur ein Flugzeug. Ich gehe mal hier hinten den Korridor lang. Und da haben wir noch Gäste. Warte, was war das? War das ein Orb? Was war das? Sabrina? Er huntet. Wo ist der? Ich weiß nicht. Ob er huntet. Woran machst du das fest? Oder... Ich weiß nicht, ich habe mal so Geräusche gehört. Das war's nicht du. Das Schreien? Nee, nicht das Schreien. Irgendwas anderes. Ich hab gerade so. Die Tür ist offen, Sabrina. Okay, das hat mir gerade echt Angst gemacht. Ich weiß nicht, wo das war, Alter. Ich sollte dir vielleicht auch noch sagen, die ich selber aber noch nicht gehört habe. Es gibt ja so Schreie und sowas. Es waren hier wieder Geräusche. Ich weiß nicht, was das ist, Alter. Ich muss das Spiel, glaube ich, mal lauter stellen. Dafür muss ich mich aber kurz mal irgendwo reinsetzen. Alter. Hier wurde irgendwas umgeschmissen bei mir. Ich hab gerade irgendwie voll Schiss. Hier wurde irgendwas umgeschmissen bei mir. Wo bist du denn, Alter? Ich bin auf der anderen Seite. Was ist das drauf für ein Krach? Wir machen die Feuerwerk, ey. Sabrina. So, wegen der Kirmes meinst du da draußen? Ja, weißt du, ich denke die ganze Zeit, was ist das für eine scheiß Lautstärke? Sabrina, hier machen die irgendwo Krach. Jetzt der Geist oder draußen beim... Der Geist, die draußen sowieso. Kommt man nicht mal weiter? Ach doch, hier. Boah, warum ist denn hier alles zugestellt? Wie soll man denn hier flüchten, wenn der huntet, Alter? Keine Ahnung. Wollen sie zu mir? Angst. Kannst du mich abholen? Wo soll ich dich denn abholen? Alina, oh. Kannst du mich bitte abholen? Wo? Ich weiß nicht, wo ich bin, Alter. Ich verarschen. Nein. Kommen Sie jetzt. Dreh um. Ich weiß nicht, wo ich bin, Alter. Dreh um. Alina, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hier ist nur eine Badewanne, wo gekotzt wurde, Alter. Ja, du mach mal deine Augen auf, ey. Hallo. Hier ist der Keller, Alter. Hilfe. Hörst du das? Ja. Hörst du das? Ich will die ganze Zeit die Sachen verschieben. Ich muss das noch lauter stellen, weil dieses scheiß Feuerwerk so laut ist. Warum kommt denn hier das Regal? Was ist das denn für ein Regal, Alter? Ist das ein Schrein oder was ist das? Ich höre das nicht. Hier kommt man hin.
Er ist aber auf jeden Fall auf der anderen Seite, Sabrina. Deswegen müssen wir auf die andere Seite. Oh Gott. Alter, dieses Schreien oder was das ist? Ich hab Angst. Ich sitze hier in der Ecke, Alter. Alina, wo bist du? Ja, komm mit. Wo bist du denn? Hallo? Wir sind noch gar nicht in dem Folterraum gewesen. Komm mit. Alina, kannst du mich bitte abholen? Alter, wenn du dich die ganze Zeit in irgendeine Ecke setzt, wird das nicht möglich sein, dich abzuholen. Alter. Komm. Was war das, Alter? Keine Ahnung. Weiß noch nicht. Der. Wie gesagt, wir sind schneller. Alina, hier hinten ist noch ein Raum, Alter. Alter, hörst du das auch? Dieses Schreien die ganze Zeit? Ja. Nein, ich das. Ich höre zwar auch Feuerwerk, aber das höre ich doch auch. Mal in den Keller gehen. Ja, lass in den Keller. Eine wundervolle Idee. Ich glaube, die Tür ist gerade zugegangen. Woran machst du das abhängig? Weil ich Klack gehört habe, wie eine Tür zugegangen. Ich glaube, der huntet. Kann er nur aus einer Richtung kommen, ne? Ja. Sabrina, was ist, wenn es ein Dio ist und du sitzt in der Ecke? Angst, ich werde sterben. Sabrina. Ja? Bist du denn, Alina? Ich stehe direkt vor der Tür und gucke, ob da was angelaufen kommt. Welche Tür? Die, welche Tür? Du sitzt bestimmt wieder im gleichen Versteck wie eben, oder? Nein, ich sitze im Flur, Alter. Hm? Hinter dem Regal am Ende des Flurs, Alter. Alter. Ich glaube nicht, dass der huntet. Oh, er huntet! Oder waren das deine Schritte? Nur. Was? Ich sitze hier gerade einfach. Ey, du bist so abgehackt. Ich sitze hier, Alter! Mhm. Gut zu wissen. Er läuft aber nicht rum, ne? Deine Schritte? Ja. Kommst du mit? Geh jetzt mal nach unten. Alina, ich hab Angst. Egal. Hier wird das immer schlimmer mit den Geräuschen. Scheiße, leck mir mal. Ja. Alter, hörst du die Fliegen? Nein, guck mal. Ich will das nicht. Alina, guck mal, die Leichen hier, Alter. Das ist schön, oder? Alina? Ja? Alter, ich will hier nicht mehr sein. Seh deinen Kopf, Alter, hallo. Hallo. Alina, hast du auch Angst? Ich weiß nicht, wir waren doch gar nicht im schlimmsten Raum, soweit ich weiß. Bist du dumm? Das ist doch schon schlimm. Warum gibt's denn hier zwei Flure? Alter, fick dich doch, ey. Was ist das denn? Ach, wir sind auf der anderen Seite. Alina. Alter, was ist das denn hier? Das sind wir hier bei Charlotte oder was? Ich dachte noch, ey, guck dir mal mit der Schere, das passt zu ihr. Was ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Was? Keine Ahnung, ich habe gehört, ob da Schritte bei sind, aber nee. Was sind das für Stimmen? Sabrina, also wirklich. Alina, was sind das für Stimmen? Wie, was für Stimmen? Ich höre keine Stimmen, Sabrina. Alter, hier sind die ganze Zeit Stimmen, Alter. Wieso? Hä? Das wäre hier so eine kleine Versammlung oder so, Alter. Boah, Alina. Das ist bestimmt ein Trauma von heute Morgen von Charlotte noch in dem Raum. Schreien, Alter! Was? Alter, ich schreie die ganze Zeit. Alina, ich hab keine Lust mehr, wo bist du?
Alina, wo bist du? Hörst du nicht diese Schreien andauernd? Nein. Bist du behindert? Ja. Ich höre kein Schreien. Meine Kamera hat sich voll verzogen. Jetzt höre ich das. Alter, wo kommt das her? Boah, ist das ekelhaft, ey. Und du so? Ist hier ein Orb drin? Nein, Alter. Dina, ich hab keine Lust mehr. Hm? Ich mag die Map nicht. Warum das denn? Nur weil die Map mal ein bisschen, endlich mal ein bisschen Fassbo bringt? Ich kotze sie gleich in die Ecke. Das hält mein Herz doch nicht aus. Machst du bitte die Tür wieder zu? Warum das denn? Weil jetzt sind die Stimmen wieder da, Alter. Ich kotze. Waren die da drin nicht da? Als du in der Gummizelle saß? Da waren keine, Alter. Hä? Dann wäre das ja so eine Art Easter Egg irgendwie, ne? Was war das? Oh, ich habe ein gutes Versteck gefunden. Ich bleib dann hier. Tschüss, viel Spaß. Also hat ich angehört, als hätte jemand voll die Magenprobleme. Wie geht die Treppe hoch? Ich glaube, ich gehe die Treppe hoch. Warte, Alina. Warte. Oh, auf einmal. Alter, was ist denn hier? Oh, die ist sauber. Die mag ich. Jemand schreit. Hier würde ich mich jetzt wohlfühlen. Ich würde, glaube ich, würde schlafen. Ja. Alter, hast du es gerade auch gehört? Dieses Schrei da? Nein, dieses Päh. Irgend so eine Art Schrei gehört. Aber ich weiß die ganze Zeit nicht, ob das der Geist ist oder ob das einfach nur Geräusche sind. Das macht mir echt Angst. Der Geist hätte Schritte dabei, deswegen ich achte nur auf Schritte gerade. Ja, außer es ist Mülling, Alter. Ja, und auch Mülling hätte Schritte, ne? Alter. Jenny. Was war das? Alina, wo bist du? Ich bin im Folterraum. Was machst du denn hier bei der Charlotte? Lorena, was hättest du gern drin heute? So richtig Outlast-mäßig, oder? Sag mal, hast du einen Knall? Kannst du bitte das Licht ausmachen? Warum sieht das schöner aus? Lorena, was sollen wir denn heute für deine Prozedur benutzen? Ja, also heute können wir hier ein bisschen hier so. Ich leg mich ja schon mal hin. Okay. Ja, bleiben Sie genauso sitzen, wie Sie gerade gesessen haben. Ja, genau ja, so. Ja, ja. Mhm. Okay. Ich glaube, der Geist ist hier. Warte. Ich nehme heute mal das hier, ja? Naja, kein Problem. Jetzt habe ich den Schrei gehört. Okay, dann legen Sie sich mal hin. Oh ja. Ach. Legen Sie sich mal hin. Quietsch, quietsch, quietsch. Ich hab Angst. Alter, ich höre die ganze Zeit schreien. Jetzt ich höre die auch die ganze Zeit schreien. Ich will hier nicht mehr. Ich hab den Geist gerade gehört. Was? Also nicht den Geist an sich, sondern... Alter. Boah, Alter, nee, Alter. Alina, ich hab keine Lust mehr. Sabrina? Diese Geräusche. Hast du das auch gerade gehört? Ja, das war vom Geist. Der hat was umgeschmissen. Na, ich kotze. Ja. Wir haben hier 13 Grad. Das ist der kälteste Raum bisher. Ja, 13 Grad ist nicht... Warte, dieses Schreien, Alter. Lina, ich kann das nicht. Vor allen Dingen kommt das näher. Können wir bitte eine andere Map spielen? Ich will das hier nicht mehr spielen, Alter. Ja, wir versuchen jetzt mal Speedrun hier durch, Alter. Willst du mich verarschen, Speedrun? Ich weiß gar nicht, wo wir sind, Alter. Ich schon, Alter. Hier ist die Treppe. Komm hoch. Komm hoch, Alter, der Keller ist so scheiße. Ich will hin.
Oh mein Gott, das tägliche Rauschen hier oben. Alter, der Keller ist ja komplett scheiße. Lina, ich mag diese Map nicht. Ich möchte die bitte in Zukunft nicht mehr spielen. Alter, die Map ist schon geil, aber das, die geht echt. Warte. Boah, nee, Alter, Alina. Ja? Ist er hier drin? Nee, hier sind 13 Grad, schon ein bisschen kühl. Wo bist du? Ist ja Knochen, ne? Wo bist du? Den nicht. Der ist auf dem Bett drauf. Ah. Wo bist du? Oh, wie laut war das denn, ey? Boah, Alter, Alina, wir gehen jetzt. Wo ist der Ausgang? Alina! Alina! Kannst du bitte die Kamera hinstellen und abhauen? Warum das denn? Ich will das nicht mehr. Alina! Nein, ich will das nicht mehr. Ich weiß doch dort zum Geisterbuch da rein. Alina, wie kommen wir denn hier wieder zurück, Alter? Ey, du bist doch schon richtig. Oh Gott, Alter. Einmal durch den Kindergarten. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ohne Scheiß, der Keller war für mich selbst diese Schreie und diese Stimme, Alter. Nee, Alter. Nee. Nee, Alter. Der Keller ist schon echt heftig, ey. Boah, Alter, das war jetzt echt zu viel für meine Nerven. Mein Herz, ne? Alter, ich fühle mich so wie du eben, Alter. Ich hab hier Herzrasen, mir geht's echt nicht gut, Alter. Alter, ey. Ich hab euch auch gar keinen Bock mehr reinzugehen, aber ich muss. Weil im welchen Raum ist der jetzt genau? Also wir kommen halt rein und dann gehen wir rechts. Ich habe keine Ahnung, ob das der Raum ist, aber da ist halt der geantwortet. Ja, das reicht mir schon. Ach. Alter, ey. Alter. Das war mir echt zu viel gerade. Das Schreien war echt grenzwertig. So, so. Und dann jetzt eben, wie laut das war. Oh, halt. Und ich hätte kotzen können, Alter, in dem Moment. Aber ich fand das schon geil mit dem Hall. Nein. Doch. Der huntet! Der huntet, Alia! Der huntet! What? Der huntet! Sabrina? Ja? Der kann die Innentüren auch nochmal abschließen. Was? Bist du jetzt in diesem Gang da gefangen? Ja. Ich sitze gerade hinter einer Krankenbare. Ich sehe das. Das hilft dir nicht wirklich. Ey, die Tür ist aufgeschlossen. Ich komme nicht mehr raus. Ich muss gleich entweder loopen oder hoffen, dass er früher aufhört zu handeln. Denn gerade? Ich habe keine Ahnung, Alter. Also der hat im Prinzip dich auf den Gang... Ja, jetzt hat er aufgehört. Alter! Wie oft berührt er diese Tür? Schreib ins Buch! Alter. Alter. Wieder höher. Die Aktivität geht wieder höher. Die ist jetzt wieder bei 8 ungefähr. Ich habe Angst, dass er jetzt wieder zum Hand ausschlägt oder so. Das macht's ja richtig schlimm, dass er diese Tür dazwischen zumachen kann. Das macht's ja tausendmal schlimmer. Ja, Alina, ich mag das nicht. Was ist das denn, ey? Was ist denn hier los? Jetzt muss man halt aufpassen, ob der das Buch schreibt oder nicht. Und ich hoffe, dass der in der Raum ist, aber der berührt die Türen die ganze Zeit, wie sonst was. Ich würde es einfach mal provisorisch sagen, dass er auf jeden Fall Fingerabdrücke hat, weil das ist auf die Tür berührt. Ja, aber wir haben doch nur zwei Hinweise, weil du zwei Hinweise eingestellt hast. Ja gut, wenn wir jetzt nichts anderes bekommen von der Kamera, dann... Wir können ja jetzt hier nichts ausschließen. Ja. Können wir schon, ne? Naja, nicht wirklich. Wenn wir nur zwei Hinweise haben, können wir nicht wirklich was ausschließen. Also ich müsste rein theoretisch sehen, wie ihr huntet. Und du kannst ja darauf gucken. Weil ich muss unbedingt sehen, wie der huntet. Damit ich ausschließen kann, was es ist. Phantom kann man ja erkennen. Poltergeist kann man auch erkennen am Hand.
Und scheiße, die Map ist 5000 mal schlimmer als Asylum. Oh mein Gott, der huntet, der huntet! Ich weiß. Und der ist genau in dem Raum, der kam dann nämlich genau in der Kamera gespawnt. Das ist gut. Kann er überhaupt da raus aus dem Abteil? Wie scheiße ist das denn? Was denn? Ist er nur in dem Abteil unterwegs, oder wie? Ja, der kann ja selber nicht raus, weil er die Tür zuschließt. Hä, die ist jetzt auch zu? Ich dachte, das wäre nur zu, wenn man in dem Bereich ist. Ja, anscheinend nicht. Aufgehört, glaube ich, oder? Ja. Jetzt schon? Mhm. Ja, wenn der da auf jeden Fall drin ist, dann wenn wir keine Dots haben. Gefrieratem, keine Ahnung. Das ist richtig scheiße. Bisher habe ich noch nichts Dotziges gesehen. Dotziges. Und Buch weiß ich nicht. Also da habe ich jetzt nicht aktiv gesehen, aber ich habe jetzt eben ein bisschen nach Alaska geguckt. Deswegen kann es sein, dass ich das mit dem Buch übersehen habe. Das ist gut. Aber Dots habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Ja, schmeiß auf jeden Fall dich gerade in der Kamera. Dich habe ich gerade gesehen. Bitte? Ach so. Wir waren das da gerade in der Kamera und links, das war Alter. Das Buch. Das sah aus wie so ein Mensch, Alter. Wie so ein Kopf, Alter, der kurz ins Bild reingehuscht ist, Alter. Ja, ich habe bestimmt nichts Besseres zu tun, als jetzt da in dem Raum zu sitzen, Alter. Hallo, hier bin ich! Ja, dann kann man halt sagen, dass Dots auf jeden Fall nicht sind. Ich würde sagen, das ist ein Poltergeist, Alter. Ja, kannst du doch gar nicht, Alter. Du kannst doch gar nicht sagen, dass Dots nicht sind, weil wir haben ja nur noch zwei Hinweise, Alter. Ist ja wie Albtraum. Stimmt. Hä? Du kannst hier gar nichts ausschließen. Ich kann aber auch vor allen Dingen, ich könnte zwar, aber das ist mit Todesrisiko verbunden. Ich könnte in die Abteilung gehen, aber dann macht er die Tür hinter mir zu. Und dann könnte ich gucken, wie lange der braucht zum Blinken, aber das ist halt, wie gesagt, mit Todesrisiko verbunden. Mhm. Und da der so aktiv ist und der erinnert mich so ein bisschen an den Poltergeist von gestern, würde ich halt Poltergeist sagen. Oder? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es halt nicht. Wir müssten eigentlich auch noch mit EMF da rumeiern und so. Ja, das kann ich ja schlecht alles machen, ne? Ja, ich könnte EMF mitnehmen, ja. Okay, dann kannst du auch Bewegungssensor mitnehmen. Ich hab Räucherstäbchen. Nee, ich hab schon Thermometer, EMF und Taschenlampe. Ja gut, Thermometer brauchst du zwar für ja nicht, ne? Weil das kannst du ja erkennen. Weil dann könntest du vor die Tür oder innen vor irgendwie da Bewegungssensor hinsetzen. Ja, nee, dann würde ich lieber Fingerabdrücke mitnehmen. Ja, oder Fotoapparat, ja, oder Fingerabdrücke nee, ist besser. Fotoapparat habe ich jetzt nicht, aber ich habe jetzt EMF und Finger. Okay. Und wir werden sterben. Nein, werden wir nicht. Doch, werden wir. Nein, werden wir nicht. Doch, werden wir. Nein, werden wir nicht. Doch, werden wir. Nein, das werden wir nicht. Doch, das werden wir. Das werden wir gar nicht. Das werden wir. Du bist so scheiße optimistisch, mein Gott. Ich weiß. Ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich in die Rechtsklick drücke. Guck mal, wie die Türen immer misshandeln. Vor allem die welche? Ach so, das sind ja Türen. Aber es ist immer von seinem Raum, ne? Du musst wahrscheinlich dahinter gehen. Ich will ja gar nichts, Alter. Sabrina, du musst den Bewegungssensor reinlegen. Ich hab den noch gar nicht dabei, Alter. Was wird das denn? Nein, das ist kein Poltergeist. Das ist auf jeden Fall, das ist kein Phantom, das ist auf jeden Fall ein Poltergeist. Warum? Weil er die Sachen so krumm schmeißt, als ob es kein Bo- Alter! Handelt er noch? Ja. Wo bist du gerade? Hat mich nach ganz hinten gedrängt. Okay. Aber komischerweise ist der mir nicht komplett hinterhergelaufen.
Hat er jetzt aufgehört zu handeln? Ich glaub schon. Es wird zu 1000000% ein Poltergeist sein, weil er die Sachen durch die Gegend kickt wie so ein Weltmeister. Das ist unfassbar. Du bist so eine große Hilfe mit deiner Angst, ey. Ich weiß. Vielleicht machen die Poltergeister jetzt auch vermehrt, damit man sehen kann. Oh, sie haben eingefügt, dass der Poltergeist wirft. Ja, Mensch. Hast du die Spieluhr benutzt? Ja. So. Ach so. Wie das aussieht, wenn du kommst, ey. Poltergeist, Poltergeist, wo ist denn der Poltergeist? Beste Boxfingerabdrücke, Gastbuch. Ja, fahren wir. Warte, ich muss das erstmal ja eintragen. Habe ich gemacht. Was von der Musikboxer hast du? Reinigen Sie die Bereiche in der Nähe, ganz ehrlich. Das ist halt echt. Warum habe ich die Räucherstäbchen eben nicht benutzt? Dann hätte ich das machen können. Na egal. Egal. Boah, Alter, ey. Nee, ich mag die Map nicht, Alter. Warum? Die ist doch richtig geil. Willst du mich verarschen? Ganz alleine spielen hier. Ja, alleine macht's keinen Spaß. Oh. Es ist ein Poltergeist. Wir können da Geld für Aufgaben bekommen. Knochen. Fotos. Ja, ist doch trotzdem okay. Ist doch trotzdem okay. War zu viel für mich, ey. Ja? Ja. Ach, Mensch. So, wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen und ein Abo. Also, wie man ja gesehen hat oder auch, wenn man selbst gespielt hat, diese Map ist wirklich richtig eklig. Aber ich finde das auch mega cool. Also, es ist ein würdiger Asylum-Vertreter und ich bin mal gespannt, wie die nächsten Sachen werden. Es hat ja angefangen kürzlich mit den Puppen, dass zum Beispiel die Puppen anfangen zu kichern, dass die Puppen sich bewegen, verschwinden. Dass die Mannequins anfangen, sich zu bewegen und wenn man im Augenwinkel nicht hinschaut, das sind so kleine Sachen, womit es angefangen hat. Und ich finde, mit Sunny Meadows haben die auf jeden Fall einen großen Schritt gewagt und der ist wirklich, wirklich krass. Also ich erkenne in Sunny Meadows kein Phasmo mehr und ich spiele das jetzt seit Anfang an und ja, also wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, was da jetzt noch so kommt. Also aktuell kommen sehr viele Patches rein, hauptsächlich Bugfixes, aber man weiß ja nie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Und bis dann. I just wanna be high.